political participation and engagement in shaping our collective future was happening in other arenas than designated political spaces. And it was clear that there was a lot of distrust between the institutions that we entrust with addressing some of our biggest challenges and the people who hold answers to those challenges. They weren't speaking with each other. They lived in very, very different worlds conceptually, but also in terms of how you perceive the problem. And we thought there was a need to bridge this gap for all our sakes. Ich glaube, dass alles interessant ist, was dazu beiträgt, Menschen dahin zu führen, dass sie neue Gesichtspunkte erleben und dass sie überhaupt erst mal merken, sie können nicht immer von sich auf andere schließen. Sie müssen auch mit anderen, die offen andere Positionen vertreten, zu einer Verständigung kommen. Wissenschaft ist politisch geworden und wir wissen bislang wenig darüber, wie man Wissenschaft politisch verhandeln soll und politisch verhandeln kann. Dafür gibt es keine Kultur des Diskurses. Und ich denke, gerade so eine Lab-Situation wie Politics for Tomorrow kann dazu beitragen, neue Formen zu finden, neue Formen auszuprobieren und kleine Keimzellen einer neuen Diskurskultur zu etablieren. Ich verspreche mir davon, dass die Rolle des Designers besser verstanden wird, beziehungsweise ein neues Verständnis entsteht, wo der Designer eigentlich arbeiten könnte und wo seine Fähigkeiten auch Nutzen sind, sogar von großem Nutzen. Und ich hoffe, dass das die Diskussion in Deutschland weiterbringt und somit den Raum öffnet, in diesem Bereich auch in Deutschland zu arbeiten und sich zu vernetzen. You build something alternative and then people will move towards that which seems to be working. So that's our strategy. Build it, get it done.